mich als ganzer Mensch mit Leib und Seele hin zu Gott öffnen. Dazu hilft mir das Kirchberger Leib- und Seelegebet. Ich bin Christian Schmidt und stehe hier im Kreuzgang des Klosters Kirchberg. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie durch Ihre Haltung, Ihr Gebet und Ihren Atem die geistliche Tiefe des Kirchberger Leib- und Seelegebetes erfahren können. Das Leib- und Seelegebet ist eine Abfolge von Bewegungen, die dem Atem folgt und einem gesprochenen Gebet. Diese drei Elemente, Haltung, Gebet, Atem, werde ich Ihnen jetzt nacheinander zeigen. In der Praxis werden diese gemeinsam vollzogen. Wir beginnen mit der Haltung. Ich lege die Handflächen von meinem Bauch aufeinander. Ich führe meine Handflächen vor der Brust zusammen. Ich lasse meine Arme los, Handflächen nach vorne. Durch das Kreuz hindurch führe ich die Hände über meinem Kopf zusammen. Ich lasse meine Hände sinken bis zu meiner Stirn. Ich öffne meine Handflächen seitwärts und schließe sie dann wieder und senke die Hände herab, bis die Fingerspitzen meinen Mund berühren. Ich öffne meine Hände vor mir als Dreieck und lege sie dann auf mein Herz. Ich gehe in die Knie, meine Arme bilden einen Kreis, die Fingerspitzen berühren sich. Ich richte mich auf, die Handflächen lege ich vor meinem Bauch übereinander. Ich beuge mich zur Erde herab, gehe in die Knie, die Handflächen bilden eine Schale und berühren den Boden. Ich richte mich auf, die Hände als Schale, dann öffne ich meine Arme in Kreuzform, schließe sie wieder, die Hände bilden eine Schale. Meine Hände umschließen etwas. Ich lege meine Handflächen von meiner Brust zusammen und beende, indem ich meine Hände vor meinem Bauch aufeinander lege. Diese Bewegungsfolge begleiten wir nun mit einem gesprochenen Gebet. Wir beginnen in der Stille. Herr, ich bin da. Ich öffne mich zu dir. Durch das Kreuz hindurch suche ich dich. Komme in mein Leben. In der Weite weist du mir meinen Lebensweg. Meine Lippen loben dich für deine Wegweisung. Ich betrachte deine Wegweisung und nehme sie mir zu Herzen. Du schenkst mir deine Lebenskraft. Ich nehme deine Lebenskraft in Dankbarkeit und Demut an. Ich schöpfe meine Lebenskraft aus deiner Schöpfung. Das Geschöpfte teile ich aus.
im Teilen werde ich beschenkt. Das Geschenkte bewahre ich. Ich danke dir dafür. Wir beenden in der Stille. Nun lassen Sie unsere Bewegung und unser Gebet unserem Atem folgen. Einatmen, Atem loslassen ist Ausatmen. Atempause ist in die Stille hören. Einatmen, Atem loslassen ist Ausatmen. Atempause ist in die Stille hören. Ein, aus. Pause. 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 Diese Abfolge üben, bis Haltung, Gebet und Atem gemeinsam in Ihnen fließen. Das Kirchberger Leib- und Seelegebet wird viermal gebetet, in jede Himmelsrichtung einmal. Beginnt mit dem Osten, Blick in das Tal, dann zur Kirche nach Norden, zum Westen, zum Konventsgebäude, zum Süden, zum Klostergarten, abschließend mit einer Verneigung nach Osten.